Deutsch-Abi 2019 und meine besten Last-Minute-Tipps, die dir jetzt noch helfen, beispielsweise wie auch ich selbst vor 2 Jahren 15 Punkte im Deutsch-Abi zu schreiben. Natürlich kann ich dir in den letzten 1, 2, 3 Tagen nicht mehr die allerkrassesten Sachen sagen, die dir dann vielleicht auch noch das Deutsch-Abi wirklich auch die 15 Punkte bringen. Da brauchst du jetzt auch eine gute Vorbereitung. Aber für all diejenigen, die sich jetzt schon sehr gut vorbereitet haben oder auch für diejenigen, die jetzt auf die letzten paar Tage noch das Maximum versuchen rauszuholen, für die kommt jetzt genau dieses Video mit ihr in möglichst kurzer Zeit von jemanden, der selbst in Bayern ein 15-Punkte-Deutsch-Abitur geschrieben hat und insgesamt auch 1,0 in den Abiturprüfungen geschafft hat, nochmal die besten Tipps, die ihr auf den letzten Tagen, in den letzten Stunden beachten solltet, damit ihr wirklich auch aus dieser kurzen Zeitspanne nochmal das Optimum rausholt. Und das sind hier wieder 3 Last-Minute-Tipps, die ihr unbedingt beachten solltet. Der erste, mach dich nochmal ganz intensiv mit den Epochen und mit den Lektüren sehr, sehr gut vertraut, wenn das für dich relevant ist. Ich persönlich habe damals die Erörterung und auch den informativen Text mich auf die beiden Sachen vorbereitet. Dementsprechend waren für mich zum Beispiel die Lektüren nicht so relevant. Wenn du aber zum Beispiel ein Gedichtvergleich oder was auch immer alles machst, also quasi die literarischen Texte, dann ist es ganz, 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 ganz wichtig, dass du dich eben auch mit den Lektüren und so weiter auseinandersetzt. Und natürlich auch die Epochen lernst. Ja, die Epochen sind, glaube ich, für jede Sache relevant. Lasst euch auch davon den Begrifflichkeiten nicht von mir verwirrt. Für mich ist auch schon einige Zeit her, das heißt, ich weiß nicht mehr genau, wie sich was genau nennt. Deswegen lasse ich an der Stelle nicht verwirren. Das Wichtige ist jetzt nur eben die folgenden 3 Tipps, die ich euch jetzt eben auch mitgebe. Von eben der erste ist, dass ihr euch eben, wenn es für euch relevant ist, mit den Werken, also den Lektüren und eben auch mit den Epochen sehr, sehr gut auseinandersetzt, damit ihr da wirklich nochmal drin seid. Ich hoffe für euch, dass ihr das schon gut gelernt habt, aber versucht es jetzt wirklich nochmal einmal durchzugehen, wirklich das Gefühl zu haben, okay, ich kann das. Tauscht vielleicht auch nochmal mit Freunden aus, klärt vielleicht auch nochmal was mit der Lehrkraft ab, wenn das relevant ist. Einfach nur damit du wirklich das Gefühl hast, okay, ich kann das. Weil ein Deutsch-Abi willst du nicht, ja, es gibt so viele Linken, du musst dich eigentlich so stark aufs Schreiben achten, du musst so sehr auf die Aufgabenstellung achten, so sehr darauf achten, wie du, ich sag mal, das Ganze auch schön ausformulierst. Da willst du nicht noch drüber nachdenken müssen, was, wann, wie, wo waren, welche Epoche für was stand und so weiter. Das soll einfach drin sein. Ja, deswegen festige das jetzt nochmal in den letzten Tagen. Das ist ganz, ganz entscheidend. Der zweite Tipp ist dann, dass du wirklich dafür sorgst, dass du weißt und auch wirklich spürst, wie man sehr gut im Deutschen sich ausdrückt. Das bedeutet, liest dir unbedingt Musterlösungen durch. Wenn du einen Freund hast, der vielleicht sehr gute Aufsätze geschrieben hat, der vielleicht auch in der Vorbereitung, was ich auch für dich vielleicht schon hoffe, schon Übungsaufsätze geschrieben hat, wo du weißt, okay, der kriegt einfach sicherlich eine sehr gute Note, lies dir die von ihm durch. Es ist unglaublich wichtig, dass du wirklich weißt, wie du dich im Deutschen groben ausdrückst. Das ist eine Sache, die ist so stark unterschätzt. Man denkt immer, boah, in Deutsch kann ich mich nicht vorbereiten. Das dachte ich auch. Ich hatte in der 11. Klasse 6 und 7 Punkte auf meine Klausuren in Deutsch und hatte trotzdem 15 Punkte im Deutschabitur. Einfach, weil ich für mich angenommen habe, ja, man kann lernen, man kann sich im Deutschen verbessern. Deswegen Tipp 1, ganz, ganz wichtig, dass du eben die Lektüren und die Epochen drauf hast, aber dann ist genauso wichtig, dass du auch weißt, wie man sich ausdrückt. Das kannst du in der kurzen Zeit, vielleicht in Form von selber schreiben, gar nicht mehr schaffen, aber lies dir Sachen durch von Leuten, die das extrem gut können, egal woher du schaffst. Du kannst auch im Internet gerne recherchieren, ob du da sehr gute Aufsätze findest. Und es muss gar nicht genau zu deinem Thema sein und gar nicht genau die Aufsatzart sein, die du vielleicht auch wählen möchtest. Aber Hauptsache, du weißt, wie es richtig gut ist. Schau dir da auch nochmal die Gliederungen an, damit du wirklich nicht mehr drüber nachdenken musst, wie möchte ich das formulieren? Wie klingt das gut? In welcher Reihenfolge? Wie ist ein Argument aufgebaut? All diese Themen, habt ihr wirklich verhindert, dass es wirklich frei von Hand geht? Das ist so unglaublich entscheidend. Und jetzt noch der dritte Tipp, den du garantiert nirgendwo hören wirst und der für mich ganz, 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 ganz viel schon in der Vorbereitung, aber vor allem auch in der Abiturprüfung in Deutsch selbst ausgemacht hat. Und zwar, zieh dich schick an. Da könnte man jetzt sagen, naja, dieses schick anziehen ist doch eigentlich vor allem für die mündlichen Abiturprüfungen dann wichtig. Und da ist natürlich besonders wichtig. Aber gerade in Deutsch, dass du wirklich das Gefühl hast, du fühlst dich einfach gehoben, weil wenn du dich gehoben fühlst, und das kommt oft durch die Kleidung, schreibst du auch viel besser. Du kennst das bestimmt selbst. Wenn du gut angezogen bist oder wenn du vielleicht auch beim Abiball oder beim Abschlussball oder wo auch immer du vielleicht auch als jetzt für die Jungs zum Beispiel schon mal einen Anzug anhattest oder du als Mädchen auch schon mal ein schönes Kleid anhattest, du bewegst dich ganz anders, du fühlst dich anders und du, keine Ahnung, deine Sprache ändert sich auch. Ja, es passiert alles automatisch, weil du dich einfach anders fühlst. Und genau so, wie du dich fühlst durch die Kleidung, das überträgt sich eben auch auf deine Hand und auf deinen Stift. Und du wirst das merken, in dem Moment, wo du dich einfach besser fühlst, weil du dich einfach extrem schick angezogen hast, wirst du auch viel gehobener dich ausdrücken. Und du kannst dir nicht vorstellen, welchen unglaublichen
Einfluss das im Fach Deutsch hat. Der Lehrer bekommt ja auch, wer auch immer es bei euch hier geht, ihr müsst euch vorstellen, die müssen so viele, gerade die Deutschen, die müssen so viele Abiture durchbewerten. Ja, und die haben so viel Arbeit, damit sind Seiten von Seiten von Seiten und gefühlt steht in jedem das gleiche drin, weil vielleicht die 7 Leute alle das gleiche Thema genommen hatten, sind jedes Mal wieder 5, 10, 15 Seiten vielleicht. Und dann ist natürlich klar, dass man, weil Deutsch natürlich auch ein subjektives Fach ist und es nicht die allerklarsten Kriterien gibt, warum jetzt wer welche Punktzahl hat. Deswegen ist es so wichtig, dass du auch von vornherein in deinem Deutschaufsatz einen guten Eindruck machst. Und wie machst du einen guten Eindruck? Natürlich mit gehobener Sprache. Weil, wenn der Lehrer merkt, okay, gleich vom Anfang auf der ersten Seite, da ist die Aufmerksamkeitsspanne des Lehrers auch noch am allerhöchsten, merkt er, okay, der hat sich gleich gut ausgesucht, okay, das hat einfach einen starken Effekt. Ja, ich habe ja auch schon viele Videos dazu gemacht, welche psychologischen Effekte auch auf die Bewertung der Lehrer einwirken. Deswegen ist es so entscheidend, es ist so entscheidend, dass du das wirklich verstehst, noch wirklich dich von Anfang an sehr gut ausdrückst, weil auch wenn das dann vielleicht inhaltlich hinten raus nicht das allerallerbeste ist, wird der Lehrer von diesem Blatt, also dieser Arbeit, die er dann vorliegen hat, schon von vornherein sehr guten Eindruck haben und ist dann quasi auch psychologisch geprimed darauf, dass du wahrscheinlich auch hinten raus eine sehr gute Arbeit abgeliefert hast und dementsprechend wird er dich auch besser bewerten. Deswegen beachte unbedingt, mach dir das zunutze, dass du dich wirklich schick anziehst, du wirst dich anders fühlen, du wirst anders wirken und vor allem wirst du anders schreiben und das zwar, und zwar wesentlich besser, als du es normal getan hättest. Deswegen beachte diese 3 Tipps, wenn du noch ganz schnell auf die allerletzten Drücke und vielleicht auch für deine weiteren ausstehenden Abiturprüfungen noch ein persönliches Coaching von mir haben möchtest, dann geh ganz schnell auf den Link unter diesem Video, drück den Button oder den Link in der YouTube-Beschreibung, bewerb dich für unser Coaching. Wir werden uns möglichst schnell bei dir melden, wenn wir es bei den ganzen Bewerbern noch schaffen. Deswegen tu das ganz, 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 ganz schnell und dann werde ich oder mein Team sich persönlich bei dir melden, damit ich dich noch persönlich betreuen kann und wir für dich das Maximum in deiner Abi-Prüfung rausholen können. Deswegen in diesem Sinne ganz, ganz viel Erfolg im Abi. Ich glaube an euch. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.